Polizeiabführung eines 16-jährigen Mädchens aus der Schulklasse in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich zu einem Politikskandal. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und es ist wirklich unfassbar. Ich meine, dieser Fall an sich ist bereits schlimm genug. Ein 16-jähriges Mädchen, welches einfach so wie viele andere Millionen kleinen und Teenager in Deutschland postet ein TikTok-Video und nur weil sie es wagt, Deutschland als Heimat zu bezeichnen, dreht jetzt dort der Schulrektor und die Lehrer scheinbar völlig durch und rufen deshalb die Polizei. Das muss man sich mal vorstellen. Statt dass die so wie in einer ganz vernünftigen, normalen Schule einfach die Eltern vielleicht anrufen, wenn sie denn glauben, dass da irgendetwas vorgefallen ist. Oder vielleicht mal mit diesem Mädchen einfach nur reden. Die Frage stellt sich, warum überhaupt? Sie hat ja nichts falsch gemacht. Aber trotzdem, normalerweise lernt man ja, es gibt eine Verhältnismäßigkeit. Ja, dass man also dann mit dieser Person redet, dass man vielleicht mal die Eltern anruft und so weiter. Doch diese Verhältnismäßigkeit wurde hier nach allen Regeln der Kunst eben nicht angewendet. Und statt dass man sich jetzt bei diesem Mädchen entschuldigt, und zwar auf höchster Ebene mittlerweile, und bei den Eltern für dieses absolut katastrophale Verhalten, ist man jetzt auch noch, und zwar in Fassung des SPD-Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, auch noch so dreist, das jetzt zu rechtfertigen und noch als verhältnismäßig darzustellen. Also ich glaube wirklich mittlerweile mein Hamster Bonat oder so. Und jetzt ist hier ein Clip gerade aufgetaucht und zwar von Jan Karon hier von news.de und er hat hier wohl diesen Clip aufgedeckt. Das ist glaube ich einfach hier aus dem Landesparlament, wie es aussieht. Da ging das Ganze nämlich jetzt gerade zur Sprache, weil ein AfD-Abgeordneter eben diesen Fall hier direkt vor Ort diskutiert hat und angeführt hat hier im Parlament. Und jetzt hört doch einfach mal zu, was tatsächlich hier der Innenminister der SPD aus Mecklenburg-Vorpommern, hier ne, Christian Pegel, tatsächlich zu diesem Verhalten auch noch sagt. Es ist wirklich nicht mehr zu glauben. Die Polizei, wenn sie gerufen wird und manchmal auch, ohne dass sich hinterher eine strafrechtliche Relevanz erweist, fährt dann zu den Einsatzorten und übernimmt die Aufgabe und die Einladung bleibt und außer diesem Sachverhalt, der Ihnen jetzt gerade ideologisch weniger gefällt, bin ich überzeugt, haben sich bisher dann noch immer eher auf die Seite der Polizei geschlagen, zu sagen, ja, wenn wir gerufen werden, kommen wir. Erstens. Zwei. So, was hat es damit zu tun? Wenn man jetzt zum Beispiel die Polizei ruft, den Notruf beispielsweise, ja, dann hat man aktuell einen Notfall. Wie in irgendeiner Art und Weise ist das begründet, die Polizei, also 110 einzurufen, wenn ein Mädchen irgendwo ein TikTok-Video gepostet hat? Wo ist da jetzt der Notfall? Gab es irgendeine lebensgefährliche Challenge oder irgendwie sowas wie diese Cinnamon Challenge oder irgendwelche anderen Dinge? Was war bitte konkret der Grund, das möchte ich jetzt mal wissen, die Polizei zu rufen? Und das muss ja der Schulrektor eigentlich erklären. Dazu müsste es direkt einen Ausschuss geben. Und das muss eben dann der Innenminister auch rausfinden und hier begründen gegenüber dem Mädchen, gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber vor allem auch den Eltern dieses Mädchens. Weil das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und jetzt muss man sich mal nämlich mal Folgendes vorstellen. Aber hören wir einfach mal kurz weiter, ja? Ich reg mich hier einfach zu krass auf. Lassen wir einfach ihn kurz mal hier zu Ende reden. Zweitens, das, was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, eine Streifenwagenbesatzung, die informiert worden ist. Was die gemacht haben, ist in der Tat durchzuschauen, gibt es eine strafrechtliche Relevanz? Da war offenbar die Schulleitung in Sorge. Diese strafrechtliche Relevanz haben die Kolleginnen und Kollegen nicht gesehen und zwar auch deutlich kommuniziert. Gleichwohl haben sie die Sorge gehabt, dass wir auf eine Schülerin oder einen Schüler, ich würde das gerne neutraler halten, glaube, dass wir alle gut daran tun, die Persönlichkeitsrechte zu wahren, dass sie auf diesen Beteiligten zugegangen sind, in der Tat darauf hingewiesen haben, dass man Acht geben muss, wo die Grenzziehungen ist. Das dient nach unserer Überzeugung dem Schutz sowohl der Schülerin als auch in der Gesamtkonstellation dem Schutz der Schule, weil wir dann auch ein Stück weit Grenzziehungen klar bekundet haben. Wir nennen das Gefährderansprache. Die Gefährderansprache setzt in der Regel, weil Sie das so unverschämt finden, in der Regel vor der Straftat an. Wenn eine Straftat wäre, würden wir ja Strafprozesse vorgehen. Deswegen gibt es die Gefährderansprache, die eben genau davor ansetzen soll, Menschen davor. Also da kann man wirklich mittlerweile
Sparen soll, große Aufregung, ideologisch gerade unglücklich, deswegen ist man da ganz aufgeregt. Ja, was heißt hier große Aufregung? Weil es einfach kompletter Quatsch ist, was Sie da faseln, ja? Also ich, für die Leute, die noch nie das Wort Gefährdeansprache gehört haben, ich lese mal ganz kurz Definitionen vor. Gefährdeansprache, ja? Bei einem 16-jährigen Mädchen. Eine Gefährdeansprache ist eine Maßnahme der Polizei oder andere Sicherheitsbehörde, die darauf abzielt, Personen, von denen eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, direkt anzusprechen. Dies geschieht in der Regel, wenn konkrete Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass eine Person eine Straftat planen oder begehen könnte, insbesondere im Kontext von politischem Extremismus, Gewaltdelikten oder ähnlichen Bedrohungslagen. Oh, bitte kann mich jemand aufwecken aus diesem Albtraum. Wirklich. So, wenn man jetzt so einen Fall hat in der Schule, ja, was macht man dann, wenn man sich nicht selber als Schulrektor in der Lage sieht, so einen simplen Fall zu klären? Dann muss man als erstes erstmal zurücktreten. Weil, sorry, aber so eine dermaßen unfassbare Unfähigkeit, ja, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Dann sollte man nicht die Friedrich-Ebert-Stiftung zu irgendwelchen Demokratiekursen irgendwie einladen. Da sollte man vielleicht erstmal lernen, wie man vernünftiger Schuldirektor wird. Dass man nicht mal so eine simple Sache klären kann, ja. Also unser Schuldirektor, ja, der war beim besten Willen nicht mein Freund, aber der hat einiges mit uns aushalten müssen und der hat einiges klären können, ohne dass jemals direkt irgendwie die Polizei gerufen werden musste. Ja, unfassbar. Und jetzt muss man sich Folgendes mal vorstellen, ja. Wenn jetzt die Polizei gerufen wird, dann weiß ja die Polizei noch nicht von selbst auf Anhieb irgendwie, in welchem Klassenzimmer, in welchem Stock und so weiter dieses Mädchen genau ist. So, das heißt, ich mutmaße jetzt eigentlich mal, es kann natürlich auch anders gewesen sein, aber ich mutmaße jetzt einfach, dass dann irgendein Lehrer oder der Direktor wahrscheinlich selbst zusammen mit der Polizei erstmal dort bei der Schule Kontakt aufgenommen hat, also er sie wahrscheinlich empfangen hat irgendwie. Vielleicht sind sie sogar mit Blaulicht angefahren, keine Ahnung, ja. Wäre vielleicht auch super, wenn man nächstes Mal vielleicht noch gleich die ganze Straße mit absperrt, bisschen Feuerwehr vielleicht noch auch noch mit dazu, ja, weil die haben ja sonst auch so wenig zu tun und so, dann hat man doch wahrscheinlich wieder eine Verhältnismäßigkeit, ja, wunderbar. Das sagt er übrigens auch noch in dem Clip, dass es verhältnismäßig war, unfassbar, ja. Und dann erklärt man doch den Beamten erstmal, was ist da eigentlich genau passiert, so. Also hier, dann zeigt man vielleicht denen den Clip, so, und dann können die doch einschätzen, so, geht jetzt davon, weil dieses 16-jährige Mädchen, ja, weil die jetzt gepostet hat, die Schlümpfe sind blau und Menschen wie die von der AfD oder so weiter auch, und weil sie irgendwie gepostet hat, deutet es auch eine Heimat, deshalb ist das jetzt eine Gefahr für alle Schüler und deswegen müssen wir sie jetzt quasi aus dem Schulraum abführen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einfach der Schulrektor kurz mal klopft und dem Lehrer sagt, oder einfach direkt auf das Mädchen zugeht und sagt, komm doch mal bitte mit, dann hat er Angst vor ihr oder was? Weil irgendwie von dieser Nachricht aus eine Gefahr ausgeht und die Polizei sagt sich, jawohl, das klingt äußerst logisch, lasst uns doch da bitte gemeinsam mit einschreiten oder wie? Ja, ich kann mir eher genau vorstellen, was in dem Rektor vorging. Das ist jetzt auch eine Mutmaßung, ja. Aber wahrscheinlich hat er sich eher gedacht, komm, ja, persönlich, politisch gesehen, passt mir das eher nicht in den Kram, ne. Ich lade ja sonst eher die Friedrich-Ebert-Stiftung hier ein. Und die hat ja sowieso schon gesagt, dass es alles ganz schlimm ist, was hier passiert. Und selbst wenn man jetzt beispielsweise sich dafür einsetzt, dass Straftäter härter bestraft werden, ist man ja schon rechtsextrem und so, ja. Steht tatsächlich in dieser Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung drin und allen möglichen anderen Kram, der komplett sinnlos ist, ja. Aber dann können wir doch vielleicht mal so ein kleines Statement setzen, so von wegen, wenn wir sie jetzt da rausholen mit Polizei und so, na, dann werden sich bestimmt die anderen Schüler und so das doppelt und dreifach überlegen, ob sie nochmal sowas in der Richtung und so weiter posten. Und dann ist er auch noch so dreist und sagt, naja, während sie von der Polizei abgeführt wurde, war ja sozusagen Unterricht, das heißt, es haben nicht die ganzen anderen Schüler und so weiter gesehen und so. Nein, und es ist ja auch bestimmt so, dass die ganzen anderen Schüler und so in der Klasse, die das mitbekommen haben, nicht sofort auf ihrem Handy das überall vielleicht noch fotografiert haben oder ihren anderen Mitschülern sofort geschrieben haben und sofort vielleicht getwittert haben oder was auch immer. Nein, das wird sich bestimmt überhaupt gar nicht in der Schule herumsprechen. Und ja, das war bestimmt zu 100% verhältnismäßig. Also eigentlich müsste nicht nur der Schuldirektor, eigentlich könnte gleich wegen dieser Rede
der Christian Pegel von der SPD gleich mit zurücktreten, wenn er mich fragt. Es ist einfach unfassbar.